Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Mit, was ist hier los? Die Krim, das Krim-Regime. Die haben ein Problem oder was? Wir sehen es natürlich nicht so wirklich. Aber wir sind ja im Krieg gegen, ja, einige Länder, aber wir sind eigentlich deutlich stärker dank Europa. Was nicht unbedingt besser ist. Aber die Confederated States of America sind ja nach wie vor auch auf unserer Seite, was ja ganz gut ist. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nur Manpower-technisch gefällt mir das alles natürlich gar nicht. Dänemark ist auch der Europäischen Föderation beigetreten, wünsche euch viel Spaß. Könnt euren europäisches Techtelmechtel da gerne ausüben. Haben wir da einen Hafen? Nee, da sind wir am Arsch, by the way. Ganz nebenbei erwähnt. Ich mal einen Marinestützpunkt dahin bauen. Und dann doch brauchen das Ding hier. Bis 1. Februar. Ja, 2 Monate. Hm. Können wir da uns zurückziehen? Ja, würde rein theoretisch gehen. Aber ich möchte trotzdem gerne da einen Hafen haben. Und die Deutschen könnten sich auch gerne verpissen eigentlich, ehrlich gesagt. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn die woanders hingehen würden, weil die mich ein bisschen belästigen. In meiner Privatsphäre fühle ich mich da ein bisschen gestört. Also Luftüberlegenheit ist schon deutlich an sich. Gucken. Oder warte mal, ne. Suchen erstmal hier hin zu stoßen. Die schwierig zu erobern Gebirge. Relativ hohe Angriffsmali, aber da kommen wir durch. Jawohl. Okay. Schauen, ob wir nochmal eine Provinz weiterkommen. Die Deutschen kommen auch gleich mal brav mitgelaufen, wie so kleine Schoßhündchen. Das mag ich. Können dann für mich die Gebiete verteidigen. Die Luftüberlegenheit zerstört die russischen Truppen. Das ist schön. Keine Chance, den Russen. Ja, Erdöl. Wir haben eigentlich genug Erdöl. Wir haben 126. Das ist eigentlich echt gut. Aber das Einkesseln könnte hier auf alle Fälle gut klappen, glaube ich. Müsste man noch gucken, dass wir jetzt diese 2 Provinzen bekommen. Genau, jetzt teilt euch erstmal wieder kurz auf. Was ist hier nicht passiert? Der hat nochmal einen Punkt. Guerilla-Kämpfer, why not? Armee 1. Ah, ich habe ganz vergessen, dass wir kaum Truppen haben, ne? Dann können wir da nicht hin. Achso, das ist gar nicht feindlich. Wenn wollen die mir alle Expeditionstruppen schicken. Das, oh, 19. Bosnien, 19 Expeditionstrüppchen. Ich finde es schön, wie stark eigentlich unser Bündnis trotz allem auch ist, ne? Ja, geh mal weg hier, genau. Bloß ein Abgang. Britannien, Alter. Was? Ja, bloß aufhören mit dem Scheiß, Alter. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das ist mein Bündnis. Das hab ich gegründet. Nicht ihr. Okay. Das wird zum Problem, sobald die Russen hier durchdringen, tatsächlich. Ich hoffe mal, dass es nicht geschieht. Ich befürchte, das wird bald geschehen. Ach, scheiße. Die sind nie gut. Wachstum 4000. Es ist halt niedrig, ne? Muss man halt einfach realistisch sein. Wir haben halt einfach kein Land, mit dem es sich gut in Richtung World Conquest begeben lässt. Was wir jetzt allerdings machen, ist einmal dorthin. Mal schauen. Luftüberlegenheit haben wir ja bekanntlich. Und dann haben wir es auch hier wieder geschafft, durchzustoßen. Ich denke mal, es wird doch kein Weg dran vorbeiführen. Ich werde mir die Expeditionstruppen holen müssen. Achso, die können mir nur welche anbieten. Also sonst muss ich. Das ist das Einzige, was ich bis heute noch nicht ganz verstehe. Ich finde das Menü ein bisschen blöd noch. Rumänien ist auch nicht an der Front. Mal Rumänien ein paar anfordern. Dann nehmen wir kurz die rumänischen Divisionen. Spalten die ab. Sind leider nicht so ideal, ne? Die schmeißen wir da raus. Die gehen einfach nur nach Hause. Die sind nicht kaputt. Ich kann natürlich nicht die Division anderer kaputt machen.
So, die weigern sich jetzt alle, weil... Stehe ich nicht. Erst wollen sie mir alle ihre Truppen schicken und jetzt weigern sie sich auf einmal. Oder lag das daran, dass ich schon eine Anfrage... es kann sein, dass es daran lag, dass ich schon eine Anfrage geschickt hatte. So, Serbien hat auch noch mal ein paar Leute extra geschickt. Geht mir halt erstmal nur darum, hier in Turkmenistan eine Verteidigung zu haben. So, ihr geht dorthin. Dann sollte es uns gelingen, idealerweise, die hier allein zu kesseln. Jawohl, perfekt. Sehr gut. Ja, meinetwegen. Sehr gut auf alle Fälle. 2,08 Millionen. Die meisten noch Deutschland. Wir sind noch relativ knapp dabei. So, das lassen wir aus. Stabilität können wir nochmal erhöhen. Kriegsunterstützung brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, das geht nicht, weil scheinbar gibt es nichts, wo wir das machen könnten. Rennen um die Bombe. Die TDPA absorbieren. Basisstabilität minus 10%. Forschungsgeschwindigkeit, Industrie plus 7%. Ressourcenanteil für Weltmarkt plus 15% entfernen. Unsere Schulden abzahlen. Was für Schulden, Alter? Ich hab Schulden oder was? Naja gut. Ihr habt Schulden, habe ich gerade festgestellt. Wir sind ein hochverschuldetes Land. Stabilität denken sie auch so, tschüss. So, wir haben die Russen ausgelöscht. Das hat uns mal 100.000 Mann mehr gebracht. Wir sind jetzt wieder auf Platz 2 vorgerutscht, was den Mord an Russen angeht. Unsere Jungs sind hier. Nee, nicht. Wann kommt ihr denn? Da sind sie. Ich habe hier sogar... Ach so, Leute. Lol. Ich habe ja noch eine komplette Armee. Alter, was war das denn für ein Fail schon wieder von meiner Seite aus, dass wir da eine komplette Armee haben? Aber ich tue so, als ob wir keine hätten. Da rede ich am besten nicht drüber. Das ist peinlich. Da möchte ich nicht drüber reden. Flughäfen, ja. Was sind diese Flughäfen? Die Invasion sind erstmal schlecht. Die 300 können wir da noch hinschicken. Gut. Dass wir hier oben in die kubanische Region könnten, wenn möglich. Kubanische Region. Who doesn't know the big, big kubanische Region? Ah, die Amis bekommen ja aktuell viel Besuch von Japanern. Die Japanese. I don't like them. I hate them, but they are allied with Russia. Ja, meinetwegen. Ich meine, ich auf den Sack. 2,58 am Tag. Und sobald wir die Staatsverschuldung los sind, ist es aber auch wieder weg. Warum habe ich eigentlich eine Kollaborationsregierung in Großbritannien vorbereitet? Also was war denn da das Ziel dahinter? Ja, falsch. Geh nach Russland. Ich erinnere mich, wir wollten ja die... Genau. Kuh organisieren. Aussicht tödlich. Nicht gut. Wir könnten die Amerikaner nehmen. Das kann man dann nicht auf mich zurückführen. Mal direkt in die Mitte rein. Wobei Mitte ist nicht so schlau eigentlich. Ne? Mal lieber hier irgendwo im Süden. Sussex. Let's go. Schauen wir, ob das klappt. Wir haben halt... Das ist das Ding auch. Wir haben ja eigentlich immer Agenten. Die machen auch alle irgendwie Sachen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass ich meine Agenten aufgelevelt bekommen habe. Keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich auch einfach zu blöd an, was Agenten angeht. So, der Hafen ist jetzt eben fertiggestellt worden. Das verbessert natürlich unsere Versorgung. Was wir natürlich hier auch noch machen könnten. Pearl Harbor ist gefallen, das ist nicht gut. Können wir hier ein paar Forts bauen, nicht so viele, 3 Stück oder so. Dauert bis 23. Februar, 3 Tage. Mal bis Stufe 5 oder so. Hey, nicht runterschmeißen, hochlassen.
Dieses einfach nach unten schmeißen. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Nö, nö. Das bauen wir jetzt nicht, du. Wir bauen jetzt nichts mehr. So, wo könnte man die nächsten einkesseln? Dann wir gehen mal hier hoch. Ne, das war dumm. Ja, weiß ich hier aber nicht als ganz so einfach. Meine Luftbelegenheit ja, aber... Die russischen Truppen haben es gut gemacht. Er kommt trotzdem durch, okay. Das ist gut. Jetzt haben sie es aber direkt zurückgedrängt. Aber da sind jetzt unsere Truppen nochmal nachgerückt. Und eben diese Luftüberlegenheit, die tut denen so weh. Da gucken wir uns den Kampfreport mal kurz an. Das müsste der gewesen sein, ja. Verluste 560 zu 3800, gut. Davor war es 98, 3800. Ne, Verluste generell höher auf russischer Seite, das ist schon mal ganz gut. Schaut es aktuell mit der Luftwaffe aus. Wir haben auch nirgends. Gut, bei den Bombern ist egal, aber bei der Luna. Haben so wenig Fliegerasse irgendwie. Könnte auch damit zusammenhängen, dass es einfach keine Luftkämpfe gibt. Weil es aktuell relativ friedlich ist alles. In Anführungsstrichen relativ friedlich. Wie sieht Versorgungsdepots aus hier? Gibt es denn hier Versorgungsdepots? Da ist eins. Mal gucken, dass wir das erobern, weil damit könnten wir zum einen die alle abschneiden. Ich denke, das würde versorgungstechnisch den Russen auch stark wehtun, das zu erobern. Groschny. Jetzt greifen sie uns hier wieder an, aber ich denke mal, das können wir verteidigen. Ja. Jetzt kurz machen. Wir schmeißen von dir drei Divisionen dort mit hin. Bist denn du? Du bist da oben. Haben wir jetzt ja den Fortschritt Stufe 2. Ach, haut doch ab, Alter. Was wollt ihr denn alle hier? Auch mal überlegen, ob wir... Naja gut, hier werden es nicht angreifen können. Hier nochmal ein paar... Huch, genau so habe ich es mir vorgestellt. Hier nochmal ein paar Forts bauen. Auch eine Stufe 3. Weil hier haben wir das River Crossing. Hier werden es nicht vorbeikommen. Aber hier laufen wir Gefahr, dass wir überlaufen werden. Deswegen bauen wir da auch noch ein paar Forts hin. Wie schaut es mit Kollaboration-Regierung aus? British Union, 27, ja. Boah, was? 90%? Echt? Habe ich denn das gemacht? Naja, haben wir auch schon unsere speziellen Divisionen, ja. Sehen wir überall. Freiwilligenprogramm ist schon ganz gut. Wie schaut es mit Italien aus? Da, das läuft auch. Da sind wir jetzt auch schon bei 58%. Haben überall sehr gute Punkte trotz allem, ne? Muss man schon sagen. Also ich bin ein bisschen überrascht. Wir zahlen jetzt mal kurz unsere Schulden ab. Und das entfernt sowohl die politische Machtzuwachs pro Tag als auch den Ressourcenanteil für Weltmarkt um 20%, was uns ja wirtschaftlich nochmal auch deutlich stärker macht. Ja, mal gucken, Investitionsmöglichkeit mit Amerika und Polen nochmal besprechen, oder? War doch Polen, ne? Ja, Polen, Königreich von Polen alleine, allein der Name. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob wir dorthin vorrücken können. Ja, das sieht gut aus. Ich denke auch mal, dass sie nicht so viele Flugzeuge haben wahrscheinlich. So, wenn wir jetzt noch dorthin könnten, hätten wir hier einen etwas größeren Kessel. 13. Meinetwegen. Dann habe ich jetzt zwar ein bisschen zu viel. Schicken wir mal eine wieder weg. Und zwar die Jungs. Schicken wir die Jungs unten mit hin. Kann sich dann gleich mit noch um die andere russische Front hier kümmern. Der Angriff hier war, ist sehr hart. Wir haben ihn aber gewonnen, den ersten. Wo war es denn? Was war es denn? Nordossetien, das war der. Trotz allem auch hier wieder hohe Verluste auf beiden Seiten. 1500 Mann, wie gesagt, im Monat bekommen wir ja nur leider ein paar tausend Mann zurück. 4115 sind es aktuell. Das ist nicht so viel.
Aber wir können jetzt ein bisschen wieder die Verluste der Russen in die Höhe treiben. Also die Luftüberlegenheit ist auch hier wieder ganz klar game-changing. Verluste haben wir jetzt den Russen zugefügt. 426.000. Also wir fügen jetzt den Russen mehr Verluste zu als die Deutschen aktuell. Okay, jedenfalls stehen wir jetzt kurz vor Groschny. Mal gucken, ob das so eine andere Luftregion ist. Nein. Das heißt, da sollten wir auch keine Probleme haben, das langfristig zu erobern. Könnt ihr damit hin? Ja. Aber nur supporten bitte. Mehr brauchen wir nicht. Greifen uns sogar noch an mit Menguku. Was haben wir sonst noch? Taktische Bomber, strategische Bomber, Schwerjäger. Marinebomber nochmal die letzte Stufe mitmachen. Because why not? Und du bist auch auf der nächsten Stufe. Da machen wir direkt Infanterie-Experte. Egal, Angriff ist die beste Verteidigung, wie wir alle wissen. 18,6 Millionen Mann Kernbevölkerung. Ja stimmt, wir haben ja noch die kurdischen Gebiete integriert. Und Groschny, ja, das war eine schöne Idee mit Groschny, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Keiner weiß warum. Also probieren wir es nochmal. Luftwaffe ist ganz normal mit dabei. Aber die verteidigen natürlich ihren Versorgungshub ein bisschen besser, ne? Aber, also sind jetzt trotzdem... Hä, was? Warum haben die sich jetzt dann da nicht mehr hinbewegt? Okay, jetzt hat... So, damit ist die Versorgung hier komplett eingebrochen. Das sieht... Jawohl. Sofort. Sofort Panik. Ah, da gibt es auch noch einen Versorgungshub. Nee. Die ist aber nicht so cool, ne? Hm. Da müsste man eventuell noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und die haben leider noch eine Bahnstrecke von dort oben. Macht es auch nicht besser. Das ist aber eine andere Luftregion. Naja, die ist leider red. Die ist leider red. Gehen wir mal dorthin. Okay, und dann wandelt sich das Blatt auch direkt. Ihr geht auch nochmal dort mit hin. Oder auch nicht. So, jetzt klappt das natürlich ein bisschen besser. Deutsche sind auch sofort da. Chillt mal ein bisschen. Ich habe nichts weiter vor, als eure letzten Versorgungshub hier zu erobern und nicht alle einzukesseln. Also auf dem Papier habe ich das vor. In der Praxis schaut es wieder nicht so aus. Jetzt hat... Jawohl. So, jetzt sind die Russen die alle am Sack. Und sofort die Panik. Sofort bricht die Panik aus. Danke für euer Angebot. Wie schaut es oben aus? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben ja schon zwei, drei Mal auf die Schnauze bekommen. Aber da haben wir jetzt auch unsere Forts ready. Hier ist jetzt leider nur das Problem, dass sie halt alle dumm rumgammeln. Aber auch hier die Forts sorgt dafür, dass wir eigentlich relativ safe sein sollten in der Region. Hier passiert auch nichts, außer dass die Russen sogar zurückgepusht werden. Hm. Interessant. Sagen wir es mal, wie es ist. So, wo seid ihr denn hier? Rückt ihr schon mal mit ein bisschen hier vor, bitte. Mal gucken. Die greifen uns natürlich auch an, weil sie nicht natürlich hier weiterhin versuchen zu befreien mit. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier erfolgreich durchstoßen. Benelux starten. Das denke ich mal, können sie verteidigen. Allein wie viele Divisionen hier rumstehen. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Für Britannien oder ähnliche Nationen da zu landen. Vor allem erfolgreich zu landen. Gut, dann Panzer haben wir nach wie vor nicht. Manpower können wir zumindest, oder Militärpolizei können wir mal das letzte erforschen. Brauchen wir zwar sowieso nichts gefühlt, aber lieber zu viel als zu wenig erforscht, sage ich immer. So, machen wir doch hier mal weiter. Wenn wir schon mal da sind. Beseitigen die Überreste der russischen Truppen, die sich zwar immer gut verteidigen können. Also ohne Luftüberlegenheit hätten wir hier eine sehr, sehr schwere Zeit. Kann man wirklich so sagen. Ohne unsere Luftüberlegenheit wäre hier Rente angesagt. Okay. Gut, da haben sie scheinbar keinen Bock drauf. Die Offensive, schauen wir mal, wenn wir die unterstützen aus mehreren Seiten. Ja. Werden aber auch wieder direkt zurückgedrängt. Hat aber nicht geklappt. Stehen wieder 30, 40 Divisionen. Gehen jetzt noch dorthin. Du. Oh.
Oh, schau ich das mal an, was hier alles steht an Truppen, was hier alles kommt wieder von den Briten. Aber wird natürlich wieder alles repellt. Keine Chance. Britannien, keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Coup übrigens klappt, liegt bei 3. 1 zu 3. 3 zu 1. Drei Teile, dass es klappt, ein Teil, dass es nicht klappt. Ist riskant, ja. Aber müssen wir durch. So, ihr rückt alle mal vor. Wir machen jetzt hier kurz einen Prozess mit denen. Ich hoffe, dass ich die meisten Todeszahlen zugeschrieben bekomme. Aber da jetzt alle angreifen, keine Ahnung, wer das jetzt hier bekommen hat. Doch, wir haben relativ viel wieder. Deutschland ist auch bei einer Million. Wir brauchen hier keine Front mit denen da unten übrigens. Das sind nämlich europäische Bündnismitglieder. Die russischen Linien, wie wir sehen, sind hier relativ schlecht aufgestellt. Wir haben jetzt so viele Divisionen hier unten ermorden können, dass die hier absolut gar keinen Bock mehr haben. Jetzt holen wir noch Petrovskoje. Versorgung ist halt Krise, das ist aber leider immer so. Wir haben auch keine Bahnverbindung, sehe ich gerade. Das sollte man mal ändern, dass wir... warte mal ganz kurz. Hey! Haben wir überhaupt Bahnverbindung? Lol. Warte mal ganz kurz. Wir müssen jetzt eine Bahnverbindung von hier nach dort bauen. Ja, oder auch nicht. Meine Fresse. Von hier hin? Ich bin nicht schlecht gelaunt oder so. Ich will mich gerade verarschen. Das hat doch gerade auch funktioniert. Was macht ihr denn? Okay, dann scheiß drauf. Abbrechen nochmal. Nochmal auf ein neues. Von hier nach dort. Was geht nicht? Warum geht denn das nicht? Hä? Es ist sehr confusing. Das sage ich euch mal, wie es ist. Dann von hier nach dorthin. Okay, sehr, sehr merkwürdig. Mit den Bahnstrecken. Das ist richtig confusing. Ich verstehe jetzt, wer will. Ich verstehe es jedenfalls immer nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd. Nee, keine Ahnung. Ist das andere schon fertig? Für, nee, noch 90 Tage. Schulden ab. Hier Dings. Stahlwerke entwickeln. Sozialismus. Nee, bräuchten wieder Stabilität eigentlich. Stabilität. Mannstärke. Okay. Sehr gut. Da haben wir unsere gesamten Punkte wieder ausgegeben. Mal gucken, ob und wie das Ganze hier funktioniert mit den Bahnstrecken. Wir sehen auch schon, was das Problem hier ist am Hafen. Die Versorgung vom Hafen aus ist auch zusammengebrochen. Ich verstehe halt nicht, warum wir von hier keine jetzt geht's, oder was? Ist alles so unübersichtlich. Das ist so unübersichtlich hier. Es macht so keinen Sinn. Das ist die eine Bahnstrecke in Georgien. Ah. Aber ja, noch gibt es keine Versorgung, aber gleich gibt es Versorgung. Wir bauen ja schon, wir bauen ja schon. Wird ja gebaut. So, das ist fertig hier. Blub. Und dann braucht ihr jetzt hier noch? 6. Juli. Dann sind die hier fertig. Dann gucken wir, wie sich die Versorgung hier entwickelt, weil aktuell brauchst du hier nichts machen. Das macht keinen großen Sinn. Wir sehen jetzt hier auch, es sind die Deutschen mit dabei, die hier Turkmenistan unterstützen. Ja, die Briten können sich eigentlich gleich mal hier dran gewöhnen, dass sie hier nicht durchkommen. Das ist relativ unwahrscheinlich für Britannien, dass die hier Erfolge verzeichnen können. Wir haben ja auch hier noch Luftwaffe. Wir haben ja überall Luftwaffe irgendwie gefühlt. Tägliche Beliebtheit Kommunismus. Minus 10% Basisstabilität. Naja, nee. Ja, nee. So, Moment. Achso. Okay. Die haben auf alle Fälle eine kleine Investition getätigt, habe ich gesehen. Was auch immer uns das dann bringt am Ende. Aber die Russen pushen wieder gegen Turkmenistan. Meine Freunde, es ist spannend, es bleibt spannend. Wir sehen uns nächste Folge wieder mit der Türkei. Macht's gut. Tschüss.